Mein Name ist Markus Frank, ich bin der Wirtschafts-, Sport- und Sicherheits-Dezernent der Stadt Frankfurt am Main. Als die Oberbürgermeisterin auf mich zukam und gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte, Wirtschaftsdezernent zu werden, fand ich das natürlich eine spannende Aufgabe. Naja, wenn man eben viele Jahre selbstständig war, dann reizt einen das, auch mal auf der anderen Seite zu sitzen. Wir haben einen Dezernenten, der sehr tatkräftig ist, sehr engagiert ist, auch keinen Feierabend kennt und Tag und Nacht für die Stadt unterwegs. Das hilft uns natürlich sehr und von daher sind wir sehr dankbar, dass wir eine so gute Zusammenarbeit haben. Also einer der Kernaufgabengebiete ist natürlich die Wirtschaftspolitik in unserer Stadt. Frankfurt am Main macht sich auf dem Weg, noch attraktiver zu sein für Unternehmen. Die Ideen von heute sind das Kapital von morgen, wie wir so schön sagen. Und deshalb wollen wir, dass die klugen Köpfe am besten in Frankfurt leben. Also Frankfurt ist eine geografische tolle Lage. Dann haben unsere Vorgänger über Jahrzehnte Milliarden investiert in den Verkehrsstandort Frankfurt. Und dazu kommt die digitale Infrastruktur, also dass wir die ganzen Netzknoten haben und dass die digitale und die analoge Welt zusammenkommen. Das ist das Besondere an Frankfurt am Main. Wir sind hier im Wirtschaftsausschuss. Der Wirtschaftsausschuss ist das Gremium des Parlaments. Hier werden alle Fragen der Wirtschaftspolitik behandelt. Ansonsten berichten wir von unserer Arbeit hier, was so in den letzten Wochen passiert ist, wo wir zum Beispiel Ansiedlungserfolge haben, wie beim Europa-Campus als ein leuchtendes Beispiel in unserer Stadt. Herr Frank ist innovativ, engagiert auf jeden Fall und vor allen Dingen auch ein Kümmerer für die einzelnen Themen, für die Unternehmen in unserer Stadt und natürlich auch für die Universitäten und Hochschulen. Frankfurt am Main zeichnet sich dadurch aus, dass eine sehr offene Stadt ist. Also hier kann man jeden ansprechen und kann überall einen Praktikumsplatz bekommen, um dann sozusagen sich auch weiterzuentwickeln, das Netzwerk weiterzuentwickeln. Ja, und überlegen sich, ob sie nicht vielleicht in Frankfurt bleiben wollen. Wir brauchen die klügsten Köpfe.